Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Space Engineers zusammen mit mir, dem LOM Pickhunter. Musst du überlegen, wie sein Name geht? Ja, ich hätte beinahe deinen Namen, ups, deinen Namen gesagt. Und dem LOM Break mit ist er dabei, ne? Man hörte ihn schon. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier orientieren, was hier das letzte Mal alles so abging. Ah ja, ging die Leitung nach unten, die rote Leitung. Das ist die rote Leitung, das Red Phone. Ja, genau, vor allem, ne? Ey, lass mal das. Gut, ins Menü komme ich auch wieder rein. Wir haben nämlich gerade noch ein bisschen was rumgetestet und dabei ist mir das Space Engineers abgeschmiert, ohne dass es so richtig abgeschmiert ist. Also es ging noch alles, ich konnte bloß nichts mehr verwenden. Egal. Also wie immer. So wie, ja, ich, wie immer. Ich konnte nichts verwenden. Warum ist mein Inventar leer? Hatte ich das letzte Mal noch irgendwie Sachen drin? Achso, naja, okay. Egal. Ich packe einfach Stahlplatten ein. Und dann mache ich das Schiffchen weiter hier, was wir das letzte Mal angefangen haben, oder ich. Schiffchen? Kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Achso, das Ding da. Ein Mini-Bohrschiff. Alter, jetzt nimm die Scheiße runter, du Arsch. Er hat das Zeug nicht runtergezogen, ey. Interne Panzerung, Herstellungskomponenten. Immer weiter Eisenfarm da unten. Mach das mal. Kannst auch noch ein bisschen Uran farmen, wenn du Lust hast. An? Das ist viel zu laut hier, oder du bist zu leise. Was hast du denn jetzt schon mit Uran angestellt? Ich habe nichts damit angestellt. Ich habe bloß Sorge darum, dass uns hier der ganze das Zeug abhanden geht. Warte mal, ich muss jetzt mal erstmal lauter machen. Wo ist denn der Teamspeak? Sprich mal bitte. Ich habe noch 5 Kilo Uran im Stück drin. Im Stück drin, okay. Sauen sie gut. So. Uran. Okay. Ich glaube, so ist besser. Ach, Herstellungskomponenten wollte ich mitnehmen, ne? Weiß ich nicht. Du hast gedacht oder ich habe es schon wieder vergessen. Ich würde mal sagen, letzteres. Ja, ich habe es gesagt und du hast es vergessen. Macht nichts. War's schon. So. Ist ja nichts Neues, dass ich was vergesse. Panzerglas, Motor, Anzeige. Na, erstmal nicht so viel dran bappen. Das ist bloß erstmal, dass man es nicht aus Versehen wegflext. So. Was gibt's hier noch? Auch Herstellungskomponenten. Toll. Okay. Also. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Folgendermaßen. Aber ich war also ein cleverer Bub. Na? Warst du bitte? Ein cleverer Bub. Okay. Ich habe hier die Austrittsdingsen habe ich verstopft sozusagen. Ich wollte eigentlich noch hier so einen mittleren Container hinten dran pappen an das Schiff, damit das noch ein bisschen mehr Sachen fassen kann. Na? Also Bescheid. Ja. So, was braucht man dafür? Den Container hast du vor das Triebwerk gesetzt. Nein. Alter, sind die groß. Ach, hier kleines Förderband. Kleines Förderband. Kleine Förderleitung. Kleine gebogene Röhre. Dann nehmen wir auch nochmal mit. So. Also, drei. Drei. Das da dran. Oh, interne Panzerung, dass man für jeden Kackschiss erstmal hier irgendwelchen anderes Zeugs braucht, ey. Voll sinnfrei finde ich das, ehrlich gesagt. Statt mal alles mit einer Stahlplatte bauen zu können oder so, ja. So als Grundgerüst halt eine Stahlplatte erstmal reinpacken. Aber nein, bei dem einen brauchst du erstmal eine Schraube. Bei dem nächsten, da brauchst du ja schon mal hartes Papier. Naja. Ist halt realistisch, du kannst halt kein Gerüst hinstellen, wenn du keine Stahlplatten hast. Ja, schon. Dem Minecraft-Hype zu aller Liebe zu gereichen, aber irgendwann ist es ja mit diesem Hampel da einfach mal irgendwas in die Welt zu pflastern auch mal vorbei. Das ist ja richtig.
Aber, naja, klar, aber ich brauche da erstmal was, um die Sachen überhaupt festmachen zu können. Dafür eignet sich doch eine Stahlplatte, das meine ich ja. Drop. Weil es quasi ein, Entschuldigung, ein sowas wie die Wildcard im Algorithmus eines Betriebssystems, wie ein Sternchen oder wie. Irgendwas, was du halt benutzen kannst, was du einfach hinpflanzen kannst. Ein Joker. Was halt immer dasselbe ist, aber naja. Keine Ahnung, ob das so gewollt oder gedacht ist. Naja, es ist jedenfalls. Es ist Sowas beim gibt's Bauen ein also. bisschen nervig. Aber wie gesagt, wir spielen ja hier nicht in Creative-Modus, sondern Korrekt. in den Survival-Modus ohne Survival-Elemente, von Ich daher. hätte gerade ein Echo. Echo, Echo. Weiß ich nicht, ob du ein Echo hattest. Ich habe das Gefühl, ich habe hier so einen kleinen Bug. Ich habe jetzt hier gerade, muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal anschauen, so einen mittleren Frachtcontainer angeklickt, wollte mir den unten reinziehen und hatte dann auf einmal aber einen Assembler runtergezogen, der direkt darunter ist. Und das ist mir schon ein paar Mal heute aufgefallen. Oh, das ist aber ein großes Gerät. Ein großes Gerät. Machen wir das mal. Geile Idee, warte mal. Ah, ne, okay, ich mach das erstmal so. Ich hatte jetzt kurz die Idee, da noch sowas. Oh. Was heißt hier? Oh, nur weil ich eine Idee hatte? Natürlich. Nee, oh oh. War das selber? Du eine Idee hast? Oh Sie benötigen interne Panzerung? Was? Ich habe doch gerade den übelsten Arsch voll interner Panzerung mitgenommen. Na, I. Soll ich dich nochmal an dein Ausweichmanöver erinnern zu den Sachen? Idee. Ja, erinnere mich bitte nochmal dran. Was ist denn da passiert in Ja, der ersten ja. Folge? Naja, oh, 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 Ausweichmanöver! Rums, und ich war tot. Kurzform. Ach Wessen Schuld ja. ist es? Du bist ja Deine. nicht ausgewichen. Ich habe doch geschrien, mach ein Ausweichmanöver. Nee, du wolltest ein Ausweichmanöver machen und damit dein eigenes beschleunigen. Dummerweise ging das extrem gut nach hinten los. Ja. Naja, wie es so ist, ne? Frauen am Steuer. Ey. Also. Ey. Ganz viele Motoren brauchen wir. Tollo. Und noch mehr interne Panzerung. Zwei Inventar voll Uranium noch abgebaut. So, schwere Panzerung Dings. Ne, da war's schon. Ne. So. So, das kommt hier direkt ans Gipfel. Bam. Ja. Hui, bam. Na? Ö. Orsch. Ich komme schon wieder gar nicht klar auf die Steuerung gerade. Wie immer. Das ist echt erstmal übel gewöhnungsbedürftig halt. Aktor. Schwere Panzerung, schwere Raffinerie. Panzerung. Wo sind die ganzen Stahlplatten her? Nicht, dass ich mich nicht drüber freuen würde, aber ich dachte, ich habe die alle reingepackt. Naja. Oh, sieht eigentlich auch so ganz cool aus, so. Geilomat. Jetzt brauche ich Motoren. Ein Arsch für Motoren, Computer und Anzeige. Motor, Computer, Anzeige. Motor, Computer, Anzeige. Das kann was werden. Motoren. Computer. Haben wir überhaupt Anzeigen? Weiß ich nicht. Oh, looks pretty bad.
Oh nein. Wir brauchen Silizium und Gold. Haben wir beides hier unten im Asteroiden? Wieso haben wir kein... Hast du noch Silizium und Gold bei dir im Schiff? Ja. Ich komm das mal holen. Flachköppern macht lange. Zumindest das Rohmaterial. Ja, nicht flach landen. Ja, ist okay, reicht schon. Flachköpper. Vorsichtiger. Flach landen macht Laune. So. Scheiße, habe ich die ganzen Motoren und so ein Krams dabei. Ah! Gott. Regt mich das schon wieder auf. Dann gehe ich das schon mal anschmeißen. Herstellungskomponenten. Oh, Money. Boah. Money. Ja, man sollte sich vielleicht vorher informieren, was man bauen will, bevor man etwas anfängt zu bauen. Nein, das wäre ja viel zu einfach. Wir sind hier Ingenieure. Das sind keine Herstellungskomponenten, das sind interne Panzerungen, die ich da gerade eingepackt habe. Oh, ich bin verwirrt. So. Voll, wo das Spiel jetzt plötzlich so flüssig läuft bei mir. Da freut er sich, dass er einmal ein Spiel flüssig kann. Oh mein Gott. Oh, wir brauchen doch keine Anzeigen hier für das Ding. Ja, was denn nun? Na doch, wir, früher oder später brauchen wir sowieso Anzeigen. Ist das ja, um dir anzuzeigen, dass wir keine Anzeigen brauchen. Schön. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Das verstehst du völlig verkehrt. Nee. Oben. Die Energie des Anzuges ist niedrig und mir fehlt schon wieder Stuff. Ich glaube, für das Cockpit braucht man zum Beispiel dann auch noch welche. Ey, die Energie, die lädt jetzt nicht mehr konstant. Vom Anzug. Die geht immer so häppchenweise hoch. Okay. Das ist ja komisch. Hast du die Energie gerade geladen? An meiner Medstation. Dann scheint war die Energie meines Anzugs jetzt so niedrig, dass ich schon nicht mehr schweißen konnte. Dabei habe ich eigentlich nur gedacht, dass ich nicht mehr genug Klamotten habe zum Weiterbauen. So. Warum geht das nicht? Achso, weil der Bohrer noch nicht fertig ist. Stahlrohr klein, Stahlrohr groß. Okay. Und noch ein paar Stahlplatten, alles klar. Kriegen wir hin. Ey, wie machen die bitte aus großen und kleinen Stahlrohren hier so einen dicken, fetten Megabohrer? Junge, Junge. Ja, das sind, wie du schon sagtest, Ingenieure, die kriegen das schon hin. Trust me, I'm an engineer, wie man so gerne sagt, ja. Oder dem Ingenieur ja, so ist nichts zu schwör. Ah ja. Deiner, deiner genialen Wortwitze, oder was? Nein, das habe ich aus dem CAE. Und kann mich nicht dran erinnern, das gehört zu haben. Hast du dir das CAE zum Thema IPv4 angehört? Ich glaube IPv4 war das. Entweder ja. IPv4 oder Bier. Eins von beiden. Anzeige. Also IPv4 oder V4, nee, ja, 6 meine ich. Ach, 6. Klar, das ist über 6 auf jeden Fall. War ja genial. Entweder kamst du nämlich davor oder zu einem CAE zum Thema Bier. Hm. Panzerglas brauche ich noch. Panzerglas und Anzeigen. Ich glaube, wir haben noch Panzerglas. Ey, wo kommen die Anzeigen her? Hier sind Klamotten falsch sortiert. Okay, wir brauchen keine Anzeigen mehr bauen. Wir haben noch welche da.
Da beschwert er sich jedes Mal, wenn seine Frau bei ihm zu Hause was wegräumt. Der findet die, selbst die ist sogar hier im Spiel anscheinend, wenn die Klamotten plötzlich woanders sind. Nee. Das ist, wenn man immer bloß einen Doppelklick macht. Das möchte ich übrigens auch mal im Real Life machen. So im Schrank gehen und dann einen Doppelklick auf die Sache, die ich reinpacken möchte. Hättest du gerne, ne? Vergessen, was ich brauche. Dazu, und dazu dann noch das Rum. Ne? Zum Beispiel? Eine gute Idee. Das ließe sich doch bestimmt mit irgendeinem Mikrocontroller regeln. So, Panzerglas brauche ich jetzt, verdammt Axt. Panzerglas. Denn. So, seit wann kann man Glas schweißen? Kann man Glas schweißen, wirklich? Weißen schon, das ist nur die Frage, ob es danach noch ganz ist. Naja, er scheint das hier hinzukriegen, unser Roboter-Astronaut. So, gut. Ist ja gut. Vielleicht mal einen neuen Beruf, den du ausführen kannst. Glasschweißer statt Bläser. Glasschweißer. So. So. Triebwerk, ne? Kleines Triebwerk. Das ist wie im echten Leben. Ohne Triebwerk kommt man schlecht voran. Super Anekdote. True Story. Oh nein, jetzt brauche ich hier eine echt große Stahl... Oh, warte, was brauche ich dafür? Stahlplatte. Herstellungskomponente. Wie viele Triebwerke brauche ich? Hinten möchte ich 2 haben, nach vorne 2 zum Bremsen, ne? Links, rechts, oben, unten. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mindestens. Also 8. Also wenn du in jede Richtung manövrieren willst, ja. Wenn du nur nach vorne manövrieren willst, beziehungsweise Gas geben willst, dann reichen auch 2. Ich will nur links und rechts und oben, unten. Das ist ein Schiff und kein Zug. Nehmen wir mal ein paar mit Buch. Das kleine Triebwerk, das sieht auf der Station schon relativ groß aus, muss ich sagen. Hey. Boom, boom. Bist du sicher, dass ich die richtigen hast? Ja. Sicher, sicher. Achso, das geht doch noch. Okay. Hey, warum kann ich dir nicht drauf aufbringen? Das ist ja voll kackies. Mal da hin und da hin. Jetzt noch nach links. Rechts. Hey. Hey. Oben. Und noch unten. Scheiß die Wand an. Nee, nee, das ist kacke jetzt. Außerdem sieht es scheiße aus. So. Ja, hey, who cares? Das ist mein allererstes Schiff in diesem Spiel, also. Darf noch scheiße aussehen, meins? Ja. Cool, Triebwerkkomponenten, Herstellungskomponente. Kannst du mal ein bisschen was mitbringen, wenn du hier gerade rumfläufst? Ich war nur immer und ich bin schon da oben, was brauchst du denn? Ja, yeah, kann ich ganz selber holen. Sind bloß hier Triebwerkskomponenten, Herstellungskomponenten und Stahlplatte. Ja, die kann ich dann ja selber holen. Ach, ein Gyroskop brauchen wir nochmal, verdammte Axt, ey. Leg mir am Arsch. Ja, beinahe was Wichtiges vergessen. Gyroscopy. Oh ja. Yeah. Oh, wie sieht denn das aus? Das sieht anders aus. Hä? Das ist ein Motor. Ey, ich hab doch eindeutig auf Gyroskop gedrückt. Schon wieder. Gyroskop. Boah. Leg's mir im Arsch. Bam. Stahlplatten. Naja, brauch ich ja sowieso, ne?
Tja. Stahlplatten brauche ich also. Was habe ich alles gesagt? Ich habe es schon vergessen, ey. Ah. Herstellungskomponenten brauche ich. Dann brauche ich Triebwerkskomponenten. Bin ich hier irgendwo Triebwerkskomponenten? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, bei dir, aber wenn, dann glaube ich oben. Ach ja, die sehen so komisch aus. Hm. Nehmen wir mal davon 10 Stück mit. Das mal reichen. Und dann brauche ich noch Stahlplatten. So. Ich hoffe, das reicht. Aber sieht gut aus. Da würde ich mal sagen, ich... Nehmen, was ich bis jetzt gesehen habe, es geht. Ja, das Preis wird es nicht gewinnen, aber ich glaube, der spielt mal eh keine Rolle. Im Moment zumindest noch nicht. Wir sind ja nicht bei Germany's Next Top Ship. Spaceship. Whatever. Who cares? Ne? Oh doch, ein Stahlrohr brauche ich noch und einen Motor und Computer. Oh nein, obwohl haben wir ja auch noch da. So, jetzt beobachte ich mal meine Energie. 24% noch, ne? 22. Ungefähr. 21. So, jetzt Energie des Lebenserhaltungssystems können versagen. 19% noch, ne? So. Gucken, ob ich nämlich nicht mehr schweißen kann. Ich habe es nämlich vor, nachdem ich nicht mehr schweißen konnte, noch nach Hause geschafft. Jetzt habe ich noch 14% etwa. Sehen. 9%. Denke ich gerade für ein Experiment vor. Hä? Komm, das mir hoch, du Arsch. Ich hab's nicht so ganz geschnitten, was der da jetzt vorhat. Ich? Ja. Wer sonst? Ich versuche herauszufinden, bis wann ich schweißen kann. Würde mal sagen, bis der Anzug null Energie hat. Das war wirklich langsam knapp. Na gut, ich zisch ab. Bin jetzt schon bei 3%. Tja, liebe Leute, dann müssen wir leider das Ganze verschieben auf den nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Space Engineers. Macht's gut und bis dahin und tschaußen. Servus.